Also ich finde es mal unglaublich toll und mutig, dass hier jemand Umstände überhaupt anspricht. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, der beste und erfolgreichste Sänger ist heute der, der Tag und Nacht nur sagt, I love my job, everything is so great, it's just such a pleasure being here. Ja? Also das ist der, der sicher am erfolgreichsten ist. Mhm. Man muss da immer die Gratwanderung für sich selbst definieren, ja? Wie weit man sich auch mit einer Aussage hinauslehnt. Das, was sie sagt, ist natürlich 100% richtig. Es wären natürlich in Wahrheit Gewerkschaftsthemen, mhm. Es wären Solistenverbandsthemen, es wären Themen, wo man sagen könnte, okay, man gründet vielleicht eine europäische Basis für Solisten auch, wo man irgendwie was bewirken kann. Was ist denn eigentlich das Hauptproblem? Was geschieht? Wird man schlecht bezahlt? Wird man ausgenützt bei Proben? Wo hapert? Also, wenn ich jetzt einer Verkäuferin in einem Supermarkt sage, dass wir schlecht bezahlt sind, dann ist das nur lächerlich. Ja? Also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Die Geschichte ist die, beispielsweise jetzt bei mir in Paris, ich kriege diesen Schlag auf die Kehle, mhm. ich werde nur bezahlt für die Vorstellungen, die ich de facto singe. Davor bin ich aber einen Monat schon in einer Stadt, wo die Wohnungskosten einfach wahnsinnig hoch sind. Wenn mir da jetzt zwei Vorstellungen ausfallen, springt keine Versicherung ein, ich habe keine Chance, ich habe einfach dann dieses Einkommen nicht. Ich zahle zu Hause die Mieten weiter, ich zahle dort die Miete, ich habe dort Ausgaben, es ist natürlich alles teurer als zu Hause, man kann sich nicht immer wirklich kochen, etc. pp. Man hat Taxiausgaben. Ich will jetzt überhaupt nicht gejammert haben hier, ja, aber die Umstände sind nicht so einfach. Und jetzt beginnt man überall die Reisekosten nicht mehr zu erstatten. Es wird überall gespart, wo es nur geht. Mhm. Überall. Ich glaube auch beim ORF und so weiter. Es wird überall gespart, wo es nur geht. Geld regiert, Kapitalismus macht das alles. Und in der Kultur ist das halt immer ein fragwürdiges und zweischneidiges Schwert. Weil wie klügere Köpfe, als ich schon gesagt habe, Kultur kostet einfach immer Geld. Dann aber wir leben in einer Zeit sehr aktiven Inszenierungen und da ist das einfach passiert. Ein Kollege hat die Arme so weggestreckt gehabt und hat sich irrsinnig schnell gedreht. Ich musste auf eine Position X laufen und wir sind einfach zusammengerannt. Ein Handkantenschlag. So, ja, Kiefer und geht dann auch ins Genick. Das andere war die Vampir, das war die Kung-Fu-Version. Das war die Kung-Fu-Version, genau. Aber zum Glück waren die Hämatome bei mir nicht auf den Stimmbändern, sondern vermutlich da im gesamten Muskelapparat nicht. Wir haben ja da unglaublich viele Muskeln und ich konnte dann kaum schlucken. Und es ist natürlich dann sehr schwierig, den Leuten zu erklären, dass man so wirklich nicht singen kann, wenn man nicht schlucken kann und gar nicht weiß, wie man eigentlich schlafen soll und den Hals halten soll. Aber das wird auch oft nicht ganz so verstanden. Clemens, es wäre schon schlimm genug, wenn dir deine Violine irgendwie zerbreche. Du könntest schlimmstenfalls mit einer anderen tätig werden. Aber was sagst du dazu sowas? Was ist ja ein Wahnsinn, nicht? Es ist ja dadurch, dass ich als Opernorchester auch, ich bin so glücklich, also beides zu haben, Oper und Konzert. Aber das, was in der Oper, ich sage das jetzt nicht nur in Gegenwart einer Sängerin, sondern das ist meine Meinung. Ich bin da voll höchster Bewunderung, weil dass man abhängt von zwei so ganz dünnen Fädchen. Ja? Ja. Wir haben wenigstens ein Instrument zum Anhalten. Wie gesagt, wenn es zerbricht, gut, okay, dann ist natürlich ist tragisch, weil man hat eine Beziehung dazu. Aber es hängt sogar eine auf dem Pult, am Geigen. Ja, trotzdem, das tröstet einen, wenn es die eigene ist. Das ist ein Wesen, mit dem man in Beziehung gestanden ist durch Jahrzehnte. Aber trotzdem, das ist etwas, wir haben was in der Hand quasi. Ja? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Geige, Ihre Stradivari, und mit der Geige tun Sie putzen, tun Sie staubsaugen, tun Sie abwaschen. Und den ganzen Tag machen Sie das mit der Geige. Und so ist das aber bei uns, ja? Wir sprechen damit, wir weinen damit, wir regen uns auf damit. Das ist alles immer in Gebrauch, diese 2,2 Zentimeter. Ja? Also das muss man sich einfach auch vorstellen. Und wie unmittelbar diese Stimmbänder auch mit der Seele verbunden sind. Ja? Kommt jemand die Träne, steigt die Träne ins Auge, ja? Versagt dir zuerst die Stimme. Richtig. Erlebst du Kränkungen, erlebst du diverseste Dinge, die im Leben einfach passieren, hat das eine unmittelbare Auswirkung auf die Stimme. Und wir müssen das alles so im Griff haben oder ein so derart glückliches Leben führen, dass uns das einfach nie wirklich tangiert. Ja, geht das überhaupt? Da muss man ja in einem ständig aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Depressionen verfällt, dass man keine Krisen hat oder sowas. Das muss ja einfach schlimm sein. Ja, also ich glaube, bei manchen Leuten geht es schon, bei mir nicht. Also ich zähle sicher zu den Sensibleren. Mhm. Bei mir spielt das schon eine Rolle. Ja. Mhm. Kill the rabbit.